Ich bin Managing Editor beim IZA und ich freue mich, dass wir heute Abend diese Veranstaltung anbieten können, zusammen mit der Urania Berlin. Denn die Urania und unser Institut teilen ihre Ziele. Wir haben regelrecht identische Ziele. Bei uns geht es um eine Online-Plattform, die versucht, Forschung und die Öffentlichkeit zusammenzubringen, die Wissenschaft näher an politische Entscheidungsträger zu bringen, an Medienvertreterinnen und Vertreter und an die interessierte Öffentlichkeit. Wir wollen Dialog und Diskussion fördern zu Themen von allgemeinem Interesse und von politischer und wirtschaftlicher Relevanz. Unser Forschungsinstitut konzentriert sich auf Arbeitsmarktthemen, präsentiert empirische Ergebnisse zu diesem Thema und zwar auf eine verständliche und präzise Art und Weise. Wir machen diese Informationen für alle interessierten Parteien zugänglich. Wir haben Daten zu Handel, Migration, Freizügigkeit oder auch den europäischen Grundfreiheiten, um nur einige Beispiele zu nennen, die natürlich auch im Zusammenhang mit dem Brexit eine Rolle spielen. Wir haben hier verschiedene Experten eingeladen und auch Vertreter der deutschen Industrie. Unsere Teilnehmer werden gleich noch einmal im Detail vorgestellt. Das übernimmt für uns unser heutiger Moderator Stefan Richter, Herausgeber und Chefredakteur von The Globalist. Sie werden uns über Ihre Ansichten berichten. Wir werden ganz sicher auch über die bevorstehenden Wahlen in den USA diskutieren. Und wir werden sicherlich nicht darüber sprechen, wie der Brexit unsere Selbstwahrnehmung als Europäer beeinträchtigt. Und auch in diesem Kontext kommen wieder die US-Wahlen mit ins Spiel. Wir freuen uns darauf, was unsere Diskussionsteilnehmer heute zu sagen haben über die wirtschaftlichen Folgen des Brexits. Und damit möchte ich gerne Herrn Richter das Wort geben, der uns durch diesen Abend führt. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen wunderbaren Abend und eine fruchtbare Diskussion. Danke. Ich hätte da eine ganz einfache Frage. Wir haben gehört, dass die britischen Unterhändler zum Handel über Jahrhunderte immer extrem gerissen waren, gut ausgebildet. Exzellente Diplomaten haben praktisch den Handel und die Handelsdiplomatie erfunden. Gibt man mit dem Brexit jetzt all diese Errungenschaften auf, die das Vereinigte Königreich, Margaret Thatcher mit der eisernen Faust und so weiter erobert haben? Oder beschreibe ich das jetzt zu düster? Nein, wir wissen ja noch gar nicht, was der Brexit genau bedeutet. Insofern kann man nicht sagen, dass der Brexit das alles vernichtet oder auch nicht. Der Brexit könnte auch etwas sagen, was Großbritannien belebt und die Wirtschaft erneuert. Aber was wahrscheinlicher ist, wird es ein ziemlich schwieriges Geschäft. Und was dabei am Ende herauskommt, hängt sehr stark davon ab, wie wir zukünftig verhandeln bei diesen ganzen Themen, handeln und auch bei anderen. Bevor wir über die Handelsthemen sprechen, und da gibt es ja viele Unbekannte, da kommt es mir so vor, dass jetzt Theresa May, die neue Premierministerin, dass sie nach ihrer Ernennung, da hat sie ein sehr interessantes Interview gegeben, direkt vor der Downing Street Nummer 10. Da ging es um die Politik der Tories und da hat sie gesagt, was wir in diesem Land brauchen, im Vereinigten Königreich, was wir brauchen, ist tatsächlich eine Steigerung der Produktivität. Und im Prinzip klang das, als sei sie kritisch darüber, dass durch die ganzen Finanzdienstleistungen in London furchtbar teuer geworden ist, viele Leute auch darunter zu leiden hatten. Aus deutscher Perspektive klang das fast so, als ob sie im Sinne der Arbeiterrechte sprach. Und manche in Deutschland waren sogar ganz erfreut, das zu hören, weil es so klang, als ob sie ein ganz unerwartetes europäisches Konzept hätte für Arbeit. Gibt es da tatsächlich eine Art Reformagenda? Auch hört man ja, dass die Regierung wahrscheinlich Tausende von Richtern beschäftigt. Die kommen wahrscheinlich aus Singapur oder Indien oder China oder sonst woher.
Und ich spreche jetzt gar nicht von den Details. Würden Sie sagen, die Wirtschaftsstrategie von Theresa May ist sinnvoll? Na, ein Großteil dieser Strategie ist ja genau die Frage, wie geht sie mit dem Brexit um? Der Brexit kann sich auf unterschiedliche Art und Weise manifestieren. Und manche Optionen können dazu führen, dass tatsächlich die Ärmeren mehr profitieren werden als die Banker in London. Man könnte ja zum Beispiel an dem Thema der finanziellen Passports arbeiten und sich darauf konzentrieren, dass die Banken weiter in Europa Geschäfte machen können. Oder man könnte sich genauso darauf verlegen, die produzierende Industrie zu stärken. Vielleicht schafft man auch beides, aber wahrscheinlich wird sie irgendwann eins von beiden auswählen müssen. Und wenn sie es ehrlich damit meint, dass sie weg will von einer Wirtschaft, die nur für Eliten funktioniert, sondern für alle, dann kann es sein, dass sie sich tatsächlich eher auf das produzierende Gewerbe konzentrieren wird, als auf die Finanzindustrie. Natürlich ist aber die Finanzindustrie sehr einflussreich und insofern kann man nur sagen, wir wissen es einfach noch nicht. Aber das, was Sie hier beschreiben, wäre ja vielleicht eine ideale Lösung für alle. Denn andere Nationen, Länder, die auch Produktionsstätten in Großbritannien haben, haben schon Albträume vor all dem Papierkram, den sie vielleicht dann erledigen müssen. General Motors hat schon angekündigt, wie hoch die Verluste sein werden durch den Brexit. Auch in Deutschland diskutiert man das. Und das, was Sie sagen, wäre ja eine Revolution. Man wäre offen, man hätte immer noch Zugang zum Binnenmarkt, aber man würde vielleicht die Vorrechte der Finanzindustrie opfern. Ja, im Vergleich zu den letzten 20 Jahren wäre das eine Revolution. Sehr viel an der britischen Politik ist so gestrickt worden, dass man eine Umgebung schafft, die besonders der Finanzindustrie dient. Und wenn man jetzt bewusst entscheiden würde, nein, wir konzentrieren uns jetzt mehr zum Beispiel auf die Wertungsindustrie oder auf andere Dienstleistungen, dann wäre das tatsächlich revolutionär. When you compare the fascination in the government Wenn with Sie Brexit and look at the economic needs of the country Brexit as a whole, vergleichen mit den wirtschaftlichen Bedürfnissen, I think it, I saw some figures that the government spends about eight times as much on culture in the wider London region than anywhere else in the country, and that trickles down in many other areas. Is there a viable strategy to really rebalance the British economy? I think the government, even under Cameron, has talked about that for a long time, but it's mostly been talk, and yet that's the most important thing, because I think the people outside of London are very unhappy. Sure, you can rebalance the economy. The trick with Brexit is not to rebalance it downwards. You could have a Brexit that didn't suit anybody, and it hurt London more than it hurt the regions. I think that's a perfectly plausible possibility. Spell that out for us. Well, it means that you don't get the financial passport, financial firms move out of London, the London financial economy, of course, won't disappear, but becomes quite a lot weaker. At the same time, manufacturing struggles with some of the border regulations if we can't get single keep in the customs union or technical regulations Regelungen oder mit technischen Regelungen, wenn wir nicht im Binnenmarkt bleiben können, aber das wäre dann zumindest nur ein Rückgang um 3% und nicht um 7%. Ich denke, ein besserer Ansatz ist, wenn man versucht, das Ganze nach oben zu regulieren in ausgeglichener Art und Weise. Aber dann muss man mal genauer darüber nachdenken, wie man dafür sorgt, dass auch zum Beispiel Regionen profitieren, indem man in Infrastruktur investiert, in Bildung investiert oder vielleicht auch mal an einer neuen Industriestrategie arbeitet. Aber das ist ein schwieriges Thema. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Stellen Sie sich vor, Sie wären noch viel jünger und Sie stünden am Anfang Ihrer Berufskarriere. Und Sie glauben, dass der Brexit nicht so gut läuft. Sie lesen die Statistiken, dass vor allem ältere Menschen für den Brexit gestimmt haben, auch vor allem, weil junge Leute gar nicht erst abgestimmt haben. Würden Sie darüber nachdenken, Ihre Koffer zu packen, weil Sie den Eindruck haben, dass es vielleicht keine so gute Zukunft gibt in einem Lied, wo es zufällig Übergriffe auf Polen gibt,
obwohl man ja lange sehr froh war über die polnischen Klempner, die die ganze Arbeit gemacht haben. Ich habe einfach den Eindruck, dass es da sehr viel Angst gibt, dass gerade auch junge Menschen von der Entwicklung abgeschnitten werden. Fog over Channel Continent Cut Off war neulich eine Times-Überschrift. Was ist mit diesen Existenzsorgen der Jugendlichen? Tatsächlich glaube ich, die Zukunft ist unsicher und es gibt diese Probleme. Wenn ich jünger wäre, würde ich mir sicherlich überlegen, bietet mir dieses Land, was ich gerne hätte, ging es mir in einem anderen Land vielleicht besser? Ich möchte jetzt nicht dafür sprechen, dass alle das Land verlassen. Ich bin ja Brite und ich mag ja auch sehr viel an Großbritannien und der britischen Gesellschaft. Aber gleichzeitig, wenn man möchte, dass die Nettomigration sinkt, das ist ja wohl das Ziel der Regierung, dann kann man das natürlich auch dadurch erreichen, dass die Jugendlichen vertrieben werden. Ich glaube, wir müssen ganz realistisch sein. Man muss ja nur nach Europa gucken, wo die Jugendarbeitslosigkeit so hoch war. Da kamen die jungen Leute nach Großbritannien, weil sie dort Arbeit finden konnten. Wenn wir eine weniger förderliche Umgebung in Großbritannien haben, dann wird das zuerst davon führen, dass niemand mehr zu uns kommt vom Kontinent und dann auch dazu, dass Leute Großbritannien verlassen. Also dieser Begriff des Brain Drains wurde ja vom Evening Standard 1962 empfohlen, weil wir uns so große Sorgen gemacht haben, dass qualifizierte Menschen Großbritannien verlassen. Es ist also nicht so, dass Großbritannien immer nur ein Magnet war. In den letzten 50, 60 Jahren gab es durchaus auch düstere Phasen. Ich glaube, Alan ist da ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, die Verhandlungen nach dem Brexit werden es sehr viel schwieriger machen, dass Ausländer nach Großbritannien kommen. Wenn ich Polnisch sprechen würde, hätte ich es heute ja wahrscheinlich sehr viel einfacher, mir im Coffeeshop was zu kaufen. Es wird auch nach dem Brexit Jobs geben, aber die werden niedrig bezahlt sein. Das werden keine guten Jobs sein. Und die Produktivität wird außerdem zurückgehen. Na gut, aber hier gehen wir davon aus, dass die Leute sich überhaupt einen Kaffee leisten können. Ich habe jetzt mehr im Sinne von hochqualifizierten oder qualifizierten Arbeitskräften gedacht. Aber natürlich ist es so, es gibt Dinge, Arbeitsplätze, die müssen gefüllt werden. Und wenn aus Europa niemand mehr zu uns kommt, dann werden irgendwann vielleicht auch Einkommen steigen müssen. Aber es gibt viele Bereiche, wo es einfach nicht nachhaltig ist, wenn die Einkommen signifikant steigen. Und das setzt voraus, dass es weiterhin eine Nachfrage gibt. Und im Moment gibt es ja großen Enthusiasmus, sich einen teuren Kaffee in London zu kaufen. Nebenbei, vorhin haben wir hier Dan Hammermesh zwischendurch gehört mit dem Mittelnamen Tom in Cheek. Ich habe noch eine Frage an Sie. Und das ist vielleicht auch wichtig für die Bürger und Bürgerinnen in Berlin. Sie haben jetzt gerade über junge Menschen gesprochen. Und wir haben ja hier eine Stadtregierung, die meistens gelähmt ist, unabhängig von der Partei. Aber sobald der Brexit kam, hat man den Wirtschaftssenator losgeschickt, der gesagt hat, jeder, der eine Idee für Startups hat, sollte noch nach Berlin kommen. Und er auch versucht hat, die Leute aus London wegzulocken mit den guten Bedingungen in Berlin. Ist das die Art von europäischer Integration, die uns vorwärts bringt? Na, Berlin ist ja eine fabelhafte Stadt. Und mir gefällt es, wie Berlin funktioniert, gerade auch mit den vielen jungen Leuten in der Stadt. Man kann jetzt sagen, es ist unfair, dass man versucht, Leute woanders wegzulocken, nur weil es da gerade nicht so gut läuft. Aber Großbritannien hat das genauso gemacht, als Hollande gesagt hat, er wird die Steuern auf 70% erhöhen. Da haben wir auch direkt gesagt, hey, kommt zu uns, bei uns gibt es praktisch keine Steuern. Also, Integration und Teil eines großen Markts zu sein, dreht sich ja auch immer um Wettbewerb. Und diese Frage, wie man einander behandelt, ist gar nicht so zentral. Es geht hier um Wettbewerb und dieser Wettbewerb kann auch allen zugutekommen. Ich hoffe jetzt nicht unbedingt, dass so viele unter 25-Jährige nach Berlin kommen, aber ich habe Verständnis dafür, dass man eine Umgebung schafft, wo Leute gerne hinkommen. Vielen Dank, Alan.
Damit möchte ich Klaus mal hier zu mir bitten. Also Klaus, ich habe schon verstanden, dass Arlen und Sie vorhin schon ein Gespräch geführt haben. Welchen Deal haben Sie denn ausgehandelt für die Zukunft Europas? Naja, wir haben den Kuchen quasi geschnitten und gleichzeitig auch gegessen. Das ist doch eines der Rezepte, das wir uns hier überlegen müssen im Kontext von Brexit. Aber die Aufgabe ist wahrlich schwierig, denn wir wissen ja noch gar nicht, was die britische Regierung oder das britische Parlament denn eigentlich tun wollen und wie sich diese neue Beziehung dann gestalten soll. Deswegen müssen wir abwarten und mal hören, was sie denn eigentlich erreichen wollen. Aber klar, wir haben über alle Themen gesprochen und haben also mindestens 5 bis 10 verschiedene Verhandlungen oder auch Verträge identifiziert, die ausgehandelt werden müssen. Denn es geht ja hier nicht nur um eine Scheidung, also diesen Artikel 50, sondern auch darum, einen Prozess zu gestalten, der irgendwie verlässlich und transparent ist, insbesondere für Geschäfte, für deutsche Interessen, die ja 400.000 Jobs in Großbritannien stellen und möglich machen. Das wird von vielen nicht anerkannt, dass nämlich die deutsch-britische Beziehung wirtschaftlich gesehen sehr, sehr tief geht. Wir haben ungefähr 175 Milliarden bilateralen Handelsfluss und ungefähr genauso viel Milliarden Euro, die in Großbritannien investiert werden. Es gibt verschiedenste Unternehmen, die dort produzierend tätig sind, aber auch im Dienstleistungsgewerbe. Und da gibt es natürlich tausende von Fragen. Was bedeutet das für unser Zollsystem? Müssen wir nun plötzlich Zölle bezahlen? Was bedeutet der Brexit im Kontext von Standards und Normen? Wie sieht es aus mit der Mitgliedschaft Großbritanniens in der WTO? Was heißt das Ganze in Bezug auf die bevorzugten Handelsabkommen, die die EU mit anderen Staaten ausgehandelt hat? Diese und viele andere Themen müssen zunächst einmal ausgehandelt werden, bevor wir wissen, wie sich der Brexit eigentlich auswirken wird. Sie sind ja vom BDI, deswegen haben Sie natürlich viele Fragen, praktische Fragen von Unternehmen, die an Sie gerichtet werden. Nehmen wir mal an, ich bin der Manager eines mittelgroßen Unternehmens irgendwo in Deutschland, das Güter an britische Autofirmen liefert. Und nehmen wir mal an, der Brexit heißt wirklich Brexit, das wird ein harter Brexit sein. Was verändert sich denn dann? Angefangen mit dem ganzen Papierkram. Was für Albträume werden denn hier plötzlich wach, dass wir einfach uns vorstellen können, wie sich das praktisch denn alles auswirken wird? Also da muss man tatsächlich die gesamte Wertschöpfungskette durchlaufen. Das ist recht kompliziert. Die einfachste Frage ist, kann man immer noch nach Großbritannien exportieren? Das ist eine Entscheidung, die die britische Regierung sehr einfach treffen kann, wenn viele der Regeln einfach repliziert werden. Am Tage des Brexit, dann wird es wahrscheinlich relativ einfach sein, hier immer noch nach Großbritannien zu verkaufen. Die wichtigere Frage ist aber, ob denn Autos in Großbritannien immer noch genauso produziert werden wie bisher. Ob sich das nicht vielleicht nach Europa und in den Rest der Welt verlagert und vielleicht ist dann auch die Route zurück aus Großbritannien nach Europa schwieriger. Da werden vielleicht Zölle erhoben, die es bislang nicht gegeben hat. Oder man ist in einer Situation, wo die Norm, die das Produkt in Großbritannien regelt, nicht mehr deckungsgleich ist mit der gleichen europäischen Norm. Mit all diesen Themen kann man umgehen, aber da muss man zunächst einmal eine Rechtsgrundlage schaffen. Unternehmen wissen eben nicht, ob der Markt noch existiert. Man weiß auch nicht, ob die Bedingungen für Zölle und andere Barrieren plötzlich anders werden und ob das Endprodukt, das in Großbritannien dann produziert wird, tatsächlich dann immer noch als europäisches Produkt gelten kann und damit Zugang zu den Weltmärkten hat. Nun wissen wir ja, dass dieses Jahr ein schweres Jahr für VW gewesen ist. Wir wissen auch, dass VW, einer der größten Autohersteller von Luxusautos wie Bentley in Großbritannien ist. Kann das eventuell auch neue ökonomische Katastrophen für VW bereithalten? Das könnte sich auch generell auf die Autoindustrie auswirken, ob das nun amerikanische oder japanische Firmen sind, die in Großbritannien produzieren. Das hängt wiederum davon ab, wie die Verhandlungen ausgehen werden, würde ich sagen. Also die Unsicherheit ist derzeit noch enorm.
Und bis sich Großbritannien tatsächlich dann von Europa geschieden hat, was letztendlich ja nun offensichtlich um die 2 Jahre dauern soll, vielleicht ist es dann im April 2019 soweit, das ist dann tatsächlich eine Periode, in der sich nicht viel ändern wird. Die Preisfrage ist, was passiert danach? Gibt es tatsächlich nur ein Exit Agreement oder gibt es irgendwelche Zwischenlösungen, die irgendwie dann die Handelsbeziehungen für eine gewisse Zeit lösen, bis man dann eine umfassende Lösung gefunden hat, so wie man das derzeit mit Kanada und den USA versucht? All diese Dinge brauchen ihre Zeit, wie wir wissen. Da müssen Entscheidungen politisch ratifiziert werden. Das dauert mindestens 2 bis 3 Jahre auf beiden Seiten. Und dann braucht das Ganze auch Jahre der Verhandlungen, um überhaupt so weit zu kommen. Bis auf den Fall, wenn sich Großbritannien und die EU früh einig werden können, dass für eine gewisse Periode eine Art weicher Brexit angemessen erscheint, wo eben ein Teil der Regeln so bestehen bleibt wie bisher und das Ganze dann eher graduell nach und nach sich ändert. Ihre Mitglieder, die Unternehmen, die in Deutschland existieren. Die Führer der Brexit-Kampagne sagen ja, macht euch keine Sorgen, unsere ausländischen Partner werden sich dafür einsetzen, dass wir im Club drinbleiben können. Wie realistisch ist denn das? Politisch würde ich sagen, ist das fast unmöglich zu erreichen, denn die Einigkeit der 27 EU-Staaten, die Standards des Binnenmarktes, die 4 Freizügigkeiten ja auch behalten wollen. Diese Einigkeit wird, glaube ich, für alle Regierungen die wichtigste Priorität bleiben. Also dieser Gedanke, dass man irgendwie sich hier schon durchwursteln kann, ist, glaube ich, unrealistisch. Die Frage, also ich denke, es liegt wirklich an der britischen Regierung, ob sie diese Pflichten auch annehmen, um zum Beispiel eine Zwischenlösung zu finden und sich dann an die entsprechenden Regeln zu halten, oder ob sie das Risiko eingehen, einen harten Bruch hier zu machen mit der EU, zumindest zunächst, bis man dann in einem neuen Verhältnis zu Europa ist. Ja, und wenn letzteres der Fall ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich Unternehmen anderswohin orientieren, dass sich die Handelsflüsse neu orientieren und dass das dann Auswirkungen auf Jobs und so weiter haben kann. Das ist die Wahl, vor der Großbritannien steht. Was ich auch gelegentlich höre, ist, dass die deutsche Industrie sich eigentlich nicht so wirklich Sorgen macht. Natürlich hätte man lieber, dass das Ganze nicht so laufen würde, aber letztendlich ändern sich die Dinge ja immer. Die deutsche Exportindustrie gibt es schon seit 150 Jahren und man hat ja immer irgendwie mit veränderten Handelsbeziehungen kämpfen müssen. Anscheinend ist es aber so, dass man nicht erwarten kann, dass sich die deutsche Industrie für etwas einsetzt, was die Briten letztendlich gewollt haben. Es liegt ja letztendlich an den Briten, nun eine Lösung vorzuschlagen. Stimmt das so? Ja, ich würde sagen, dass das schon so stimmt. Insgesamt haben wir es ja nicht mit einem dollen Wirtschaftswachstum zu tun. Keiner will natürlich einen schwachen Handelspartner in Europa haben. Großbritannien ist der drittwichtigste Handelspartner für Deutschland, hat auch eine Industrie, die recht gut gewachsen ist. Und gut, also wenn sich diese Beziehung nun verschlechtert, ist das für alle wenig erfreulich. Es gibt makroökonomische Risiken. Das kann sein, dass die Märkte auch Vertrauen verlieren in den politischen Prozess. Es kann auch sein, dass sich Aktien zum Beispiel längerfristig abwerten. All das kann natürlich dann auch sich negativ auf die Geschäftsbeziehungen mit Großbritannien auswirken. Aber ich würde trotzdem sagen, dass unsere Priorität auf den 93% des Handels liegt, die nicht mit Großbritannien stattfinden und nicht auf den 7%, die wir nach Großbritannien exportieren. Wunderbar, vielen Dank. Immer schön von Ihnen zu hören. Jetzt möchte ich gerne Michael nach vorne bitten.
In case you don't know it, the interesting thing about Michael Borda, who has a very German name. Also diejenigen von Ihnen, die das nicht wissen, Michael ist ein sehr deutscher Name, aber Michael ist ein amerikanischer Staatsbürger und heute Abend wird er unser Europäer hier in amerikanischem Kleid sein. Jemand, ja, Michael, was macht Ihnen denn derzeit am meisten Sorgen? Wir wollen jetzt, Sie wollen vielleicht nicht sagen, dass das Glas halb voll ist, sondern halb leer. Also meine Sorge ist, dass wir nicht einmal das Glas erkennen können derzeit und dass wir das die nächsten zwei Jahre auch nicht erkennen werden. Die Premierministerin May hat nun beschlossen, den Artikel 50 im März einzulösen und dann hat man zwei Jahre, sämtliche lose Enden hier aufzufangen. Großbritannien ist natürlich ein Mitglied in der WTO und naja, das sind keine wunderbaren, keine sehr großartigen Bedingungen, um Handel zu treiben. In Henry dem Sechsten, in dem Stück, kommt der Satz vor, dass wir als allererstes sämtliche Anwälte umbringen müssen. Ja, und in den nächsten zwei Jahren wird es wohl auch so sein, dass alles in den Händen von Juristen liegen wird. Ich glaube, dass das Ganze unglaublich schwierig, unglaublich chaotisch sein wird. Ja, also viele von diesen losen Enden wird tatsächlich von Juristen aufgegriffen werden und man wird sehen müssen, was dabei herauskommt. Und es wird, glaube ich, schon dazu kommen, dass man hier gegeneinander antreten wird. Mal folgende Frage. Gibt es ein Szenario, wo der Brexit denn auch eine positive Auswirkung auf die Zukunft Europas haben könnte? Eine Anekdote ist ja, dass die Polen immer die stärksten Befürworter und Liebhaber Großbritanniens gewesen sind. Da hat man sich auch gegen Deutschland teilweise positioniert. Jetzt haut man richtig ja auf die Polen ein. Also sogar die sehr konservative polnische Regierung, die auch anti-deutsch eingestellt ist, unter Herrn Kaczynski und anderen, haben nun nicht das Gefühl, dass man eigentlich für Großbritannien hier eintreten möchte. Ich erwähne das einfach, weil ich fragen möchte, gibt es denn einen positiven Weg nach vorne, der vielleicht zu mehr Kohäsion innerhalb Europas führen kann, sodass andere Länder vielleicht auch gewarnt sind, wenn sie merken, dass Großbritannien hier harte Zeiten vor sich haben wird? Na, so würde ich es eigentlich ungern betrachten. Also ich, ja, darum geht es ja nicht. Aber was könnte das so passieren? Naja, aber das ist letztendlich doch die Einstellung, die in den 30er Jahren zum Krieg geführt hat. Das wollen wir natürlich nicht. Ich höre Menschen in Großbritannien reden, als ob das nun wirklich eine Kriegserklärung sei. Denn Europa kann entweder sich freundlich verhalten und sagen, okay, das ist eure Entscheidung, das müssen wir respektieren, oder okay, dann geben wir es euch genauso zurück. Das ist die falsche Reaktion. Das geht auch gegen den Kontinent. Ich möchte gerne drei Argumente ernst nehmen, die in Großbritannien zirkulieren. Die haben gar nicht mal mit Migration zu tun, sondern mit den Regulierungen, mit zukünftigen wirtschaftlichen Optionen und mit diesem Slogan Britain first, also Großbritannien soll an erster Stelle stehen. Die Regulatorien sind interessant. Da hat Großbritannien kein gutes Händchen, oder vielmehr hat Europa kein gutes Händchen. Wir kennen ja alle diese Regeln, dass die Gurken gerade sein müssen und die Bananen. Wir wissen aber zum Beispiel nicht so genau, dass es hier auch umweltbezogene Regulierungen gibt oder finanzielle Regulierungen, ohne die die Finanzkrise wesentlich schlimmer hätte ausfallen können. War sie aber nicht, denn bestimmte Regulationen gab es zu der Zeit schon. Deswegen täte Großbritannien gut daran, sich an bestimmte Regulatorien auch nach wie vor zu halten. Zweitens muss man das Denken derjenigen verstehen, die sich für den Brexit eingesetzt haben. Insgesamt wächst die Wirtschaft derzeit sehr langsam. Deutschland wächst derzeit noch recht gut, China wächst derzeit mit 8%, die Kolonien, die ehemaligen, wachsen auch relativ schnell. Das sind die Märkte der Gegenwart und viele in Großbritannien denken, naja, warum sollten wir uns an Europa ketten? Wir sollten doch hier eigenständig sein, uns mit anderen
zukunftsträchtigeren Nationen verbandeln. Die EU ist letztendlich ja auch ein Hemmschuh in Bezug auf den freien Handel. Wenn Großbritannien ein Freihandelsabkommen mit Indien möchte, dann muss man sich mit 27 anderen Ländern einig werden. Und Italien will zum Beispiel keinen Freihandel mit Indien oder Spanien. Das sind die Realitäten. Und das letzte Argument ist das irrationalste von allen, nämlich Großbritannien zuerst. Nun kann man sagen, uns ist Freiheit wichtig, Demokratie, aber letztendlich ist doch das Europäische Parlament auch demokratisch. Man kann Lobbyarbeit in Brüssel betreiben, man kann sicherstellen, dass die eigene Stimme gehört wird. Es ist auch recht wahrscheinlich, dass andere europäische Länder ähnliche Meinungen haben. Es gibt immer diese Optionswert der Freiheit, aber der wird meiner Meinung nach überbewertet. Ich finde dieses Argument der Migration eigentlich sinnlos, denn Großbritannien hängt natürlich auch von Migration ab. Aber diese anderen drei Argumente, die, glaube ich, muss man ernst nehmen. Die Presse, die ja in ausländischen Händen ist, Herr Murdoch und so weiter, all die guten Nachrichten, die die EU letztendlich auch für Großbritannien bedeutet hat, viele Regelungen, die eingeführt worden sind, Arbeitsrecht und so weiter, das hat irgendwie nicht gefruchtet, das hat nicht durchgeschlagen. Das fand ich ziemlich schockierend, aber nochmal die Frage, gibt es ein positives Ergebnis für die EU? Da haben Sie gerade gesagt, naja, derzeit kommt es mir so vor wie in den 1930ern. Darauf möchte ich noch einmal zurückkommen. Wir hören ja das in Polen, in Frankreich, in Italien. Überall Leute sagen, der Brexit ist super, wir wollen das auch. Jetzt mal eine weitere Frage an Sie. Gibt es irgendein Szenario, wo Sie glauben, dass andere Nationen gut daran täten, aus der EU auszutreten? Ich meine das jetzt ganz materiell. Ich meine jetzt nicht, dass sie sich dann besser fühlen, sondern dass sie einen materiellen Gewinn daraus ziehen würden, dass sie ihr GDP zum Beispiel steigern könnten. Lassen wir mal Großbritannien außen vor, denn da geht es ja auch um die Auswirkungen auf die anderen 27. Aber könnten andere Nationen tatsächlich davon profitieren, auch auszutreten? Naja, also nein, ist die kurze Antwort. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo ein kleines Land einen Vorteil daraus hätte, aus einer Zollunion auszutreten. Vielleicht gibt es eine perverse Situation, aber sogar im Falle des Vereinigten Königreiches. Ja, man könnte Übereinkommen mit Indien, China, vielleicht mit Nigeria, mit USA eingehen, die jetzt alle Verluste übertrumpfen würden, die vielleicht aus dem Brexit entstehen werden durch den Verlust des Zuganges zum Binnenmarkt zum Beispiel. Aber es stimmt, dass all das Zeit braucht. Es kostet ja auch etwas, in einen Markt einzutreten. Da muss man erstmal Netzwerke aufbauen. Also britische Unternehmen haben ja sehr viel zu gewinnen aus dem Zugang zum Binnenmarkt. Und das muss man ernst nehmen. Ich habe mich mal bei einem britischen Freund erkundigt, was denn seine Gedanken dazu sind. Und er sagte, vielleicht wird es in 10 bis 20 Jahren so sein, dass wir auf diese Phase, diese Wahl Großbritanniens zurückblicken und sagen, das ist so ähnlich wie die USA, die sich nach dem Ersten Weltkrieg aus der Liga der Nationen zurückgezogen haben. Vielleicht kann Dan gleich dazu noch etwas sagen, aber die Frage an Sie zunächst einmal. Wir würden ja alle ein anderes Szenario präferieren. Wir wissen, dass der Artikel 50 uns nicht wirklich viel bringen wird, diese ganzen Errungenschaften, die wir vielleicht mit dem Bade ausschütten. Opfert sich Großbritannien vielleicht auch irgendwie, sodass andere Nationen in Europa erkennen, dass Souveränität als leeres Wort eigentlich auch negative Auswirkungen haben wird für
den Großteil der Bevölkerung oder haben könnte. Naja, Großbritannien hat eine einmalige Geschichte, ist das Mutterland der Demokratie. Viele Leute sagen ja, dass das Griechenland sei, aber ich glaube, dass das Großbritannien ist. Wir lernen unheimlich viel von der britischen Kultur, von dem Bildungssystem. Auch viele Deutsche schicken ihre Kinder nach Großbritannien zur Schule. Also ich bewundere das Land wirklich sehr. Aber sich hier abzuspalten, das wird wehtun. Wenn jetzt die Niederlande oder Dänemark Gleiches täten, dann wären die Kosten um ein Vielfaches höher. Denn der kulturelle Gewinn oder der Stolz, den man vielleicht aus der Unabhängigkeit ziehen kann, würde niemals diese Kosten aufwiegen. Deswegen glaube ich schon, dass das eine einmalige Entscheidung sein wird. Außer, und das ist das, was ich nicht hoffe, dass die Trumps dieser Welt dies politisch nutzen wissen. Und ja, es gibt natürlich Probleme in Europa, das Wirtschaftswachstum ist schwach. Ich denke an Italien, an Griechenland, an Teile von Zentraleuropa, wo die Situation viel besser sein könnte, wo Politiker natürlich auf Stimmenfang sind. Das könnte also zu einer solchen Situation führen. Ich hoffe natürlich, dass das nicht dazu kommt und Deutschland und Frankreich müssen hier Schulter an Schulter stehen und das zu verhindern wissen. Okay, also Schlussfolgerung ist, dass Großbritannien leider vielleicht ein bisschen dumm gewesen ist, aber das wird sich positiv auf diejenigen auswirken, die vielleicht auch mit ähnlichen Entscheidungen liebäugeln. Ja, das Risiko kann natürlich darin bestehen, dass die Europäer nicht hart genug verhandeln. Das ist natürlich wirklich eine schwierige Linie, die man hier halten muss. Wenn man zu viel zugesteht, dann ist das natürlich ein Türöffner für das nächste Land, das einen Exit will. Okay, vielen Dank, Michael. Dan. Dan, Sie waren ja Ihr ganzes Leben Wirtschaftsprofessor. Jetzt reden Sie ja nach Michael und ich frage Sie nach Ihrer Vorhersage. Wird Trump weiteren Schaden bringen oder wird der Zug der nationalen Bizarrheiten bald zu einem Stillstand kommen? Ich muss echt sagen, das ist die erste Wahl, die mich in meinem Leben so viel Schlaf gekostet hat. Und ich verfolge wirklich die Wahlen seit dem Jahr 1952, als ich 9 Jahre alt war. Das ganze Gerede dreht sich ja um die Wirtschaft. Da gab es eine Umfrage vom Economist. Da hat man verschiedene Ökonomen befragt, mich auch, und ich lag genau im Mittelfeld. Und die Vorhersage war, dass es vielleicht einen Rückgang von 3-5% beim Bruttosozialprodukt Großbritanniens geben würde. Das ist nicht besonders viel. Insofern ist das gar nicht das zentrale Problem. Ich versichere mich gegen Katastrophen. Ich versichere mich aber nicht gegen kleine Verluste. Und meine Sorge ist, vorhin wurden schon mal die 1920er Jahre erwähnt. Genauso hat es in der Vergangenheit Schutzzölle gegeben, auch in den USA, die dazu geführt haben, dass es zu einer Wirtschaftskrise kam, sogar zur Weltwirtschaftskrise. Das ist das, was mir Sorgen macht. Wenn Trump gewählt wird, was ich nicht glaube, aber das ist ja trotzdem ein Ereignis mit unsicherem Ausgang, wenn er ernst meint, was er sagt, nämlich, dass bestimmte Verträge gekündigt werden, und das ist ja jetzt gar nicht so einfach zu machen, dann wäre das ein weiteres Problem für die weltweite Nachfrage. Und wenn der Brexit so läuft, wie wir das erwarten, dann wird es riesige negative Auswirkungen auf die Nachfrage geben. Das haben Sie eben auch schon angedeutet. Und dann werden wir eine weltweite Rezession erleben, die absolut vermeidbar wäre. Das ist das, was mir Angst macht, diese großen Verluste, die passieren könnten. Wenn Hillary gewählt wird, da bin ich eigentlich optimistisch. Ihre Politik, bevor sie sich mit Bernie Sanders auseinandersetzen musste, ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, war sie eigentlich ganz rational.
Ich war ja schon immer viel gemäßigter zu allen möglichen politischen Themen. Und das sagt hier einer, der auch ein ganz berühmtes Buch über Schönheit geschrieben hat. Genau, das ist das Problem mit den Mittelmäßigen. Die werden dann von den Autos überfahren, die in beide Richtungen fahren. Also jedenfalls, wenn Hillary gewinnt, dann möchte ich gerne denken, dass sie es schaffen wird, einen Kompromiss auszuhalten zum Thema Handel und zur Migration. Die Republikaner möchten mehr Freihandel. Die wollen TTIP. Und die Demokraten wollen eine Reform der Migrationsgesetzgebung. Vielleicht kommt dabei ein Kompromiss heraus, und wenn das funktioniert, dann würde ich sagen, dass das ein positiver Start und auch ein Impuls für die globale Nachfrage ist. Und das würde auch positiv sein für die Handelsbeziehungen mit Großbritannien. Das wäre jetzt ein optimistisches Szenario, und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Aber im Prinzip sind die Probleme gar nicht so furchtbar. Selbst wenn es einen Rückgang des BIPs um 7% gibt, wäre das nicht so dramatisch. Vielen Dank, Dan. Ich rede so gerne mit Ihnen, denn ich gelte hier als Pessimist, und dann höre ich sowas natürlich gerne. Nächste Frage. Treten wir doch mal kurz vom Brexit zurück. Sie haben ja jetzt über den Welthandel gesprochen. Jetzt in der vergangenen Woche haben wir gehört, dass die Europäer nicht besonders gut in diesen Verhandlungen sind, dass die Wallonen alles blockiert haben. Sie haben jetzt gesagt, vielleicht schafft Hillary einen Kompromiss. Meine These wäre ja, dass vielleicht das Zeitalter, in dem die USA die weltweiten Handelsdeals geprägt haben, vorbei ist. Da Washington zu sehr damit beschäftigt ist, zum Beispiel mit einem Wahlkampf, mit der Kampagnenfinanzierung und so weiter. Was hier in Europa vorgefallen ist, beschäftigt sich mehr mit einer verantwortungsvollen Globalisierung. In den neuen Handelsabkommen sind ja viele Regelungen, die positiv für die Investoren sind. Auch ist es für die Unternehmen möglich, viele Steuern zu vermeiden und hin und her zu schieben. Das lässt sich auch nur schwer verhindern. Jetzt, wo Sie die USA in Ihrer Karriere zurückgelassen haben, im Moment zumindest, und jetzt leben Sie im Vereinigten Königreich, können Sie sich vorstellen, dass die Europäer irgendeinen Grund dafür haben, was sie getan haben? Weil man einfach davon ausgeht, dass CETA eine Art Grundlageabkommen wird, was dann auch Bedeutung hat für TTIP. TTIP ist ja sehr viel aggressiver gestaltet bei den Themen Datenschutz, Investorenschutz und so weiter. Sie haben ja wahrscheinlich über die ganzen Wirtschaftsthemen sehr eingehend nachgedacht, und Sie haben außerdem diesen US-amerikanischen Hintergrund. Glauben Sie, dass die Europäer mit diesen Abkommen umgehen können? Ich muss hierzu sagen, ich habe vor allem in den USA gelebt, und als Amerikaner habe ich mir immer gewünscht, einen europäischen Pass zu haben, aber das war mir leider nicht möglich. Zu Ihrer Frage. Vielleicht haben Sie recht, dass die Fähigkeit der USA, den Welthandel zu beeinflussen, zurückgegangen ist. Aber ich sehe noch nicht, wie der Brexit hier die Europäer stärken soll. Eher umgekehrt, es wird mehr bilaterale Verhandlungen geben. Wenn es keine EU gäbe, würden 27 separate Verhandlungsrunden stattfinden. Das stelle man sich mal vor, das ist sehr viel. Ich glaube, der Brexit wird Europa nicht helfen, größere Verhandlungsmacht zu haben. Wenn die USA schlau sind, dann können wir, und das sage ich jetzt als Nationalist sozusagen, vielleicht tatsächlich dazu beitragen, dass die Lösung für alle gut ist. Es gibt diesen Spruch in Deutschland: Stellen Sie sich vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Jetzt haben wir die Flüchtlinge, den Terrorismus, eine schwache Wirtschaft, unsichere Beschäftigungsaussichten. Gehen wir mal davon aus, die Briten geben eine Mitteilung nach Artikel 50. Und sagen wir mal, es kommt der Brexit, aber keiner geht hin, sozusagen. Keiner kümmert sich darum.
Wie wäre denn das? Na, das wäre auch interessant. Als die Brexit-Abstimmung in den USA diskutiert wurde, vor dem Brexit hat sich überhaupt keiner darum gekümmert, hat es keinen interessiert. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt mit der Konzentration auf der Präsidentschaftswahl und was danach passiert, kümmert sich auch keiner darum. Das ist überhaupt gar kein Thema in den USA. Aber ich möchte was zu dem allgemeinen Thema sagen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt ja auch diese Möglichkeit, dass es große Verluste in der Weltwirtschaft gibt. Das ist nicht wahrscheinlich. Aber ich mache eben diesen Unterschied zwischen kleinen und großen Verlusten. Ich mache mir große Sorgen über die Disintegration Europas. Ich glaube, es war Johannes Paul II. Ich war während World War II. Ich erinnere mich. Der sich auch schon geäußert hat und sagte, er mag den Krieg nicht, er will keinen Krieg. Und genau an dieser Stelle gibt es die Gefahr der großen Verluste, die Disintegration Europas. Und vorhin hat Michael gesagt, Großbritannien, das Vereinigte Königreich, ist tatsächlich die Wiege der Demokratie und viel, was wir in den USA haben, baut darauf auf. Und wir machen uns manchmal Sorgen und manchmal spaßen wir auch darüber, dass es bald nur noch ein unvereinigtes Königreich geben wird. Man kann ja auch argumentieren, dass die Schotten durchaus ein Recht haben, das Vereinigte Königreich so verlassen. Ich glaube, die Abstimmung war ja auch sehr, sehr knapp. Und die Schotten möchten ja gerne in der EU bleiben. Insofern würde es mich auch nicht wundern, wenn sie noch einmal darüber abstimmen, ob sie jetzt das Vereinigte Königreich verlassen. Das ist doch furchterregend. Wenn sowas passieren würde, würde das Ganze schwächer werden und es entsteht dann noch die Frage, was mit zum Beispiel Wales passiert. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ganz egal, was die Schotten jetzt im Moment wollen, ich war gerade im Sommer in Edinburgh beim Fringe Festival, aber die Schotten können es sich gar nicht leisten, auszutreten. Naja, aber wir haben ja gesehen, auch wenn es wirtschaftliche Argumente gibt, die dagegen sprechen, treffen die Leute manchmal doch Entscheidungen, die dazu führen, dass es ihnen selbst schlechter geht. Und das könnte in Schottland genauso passieren, haben die Briten ja auch so entschieden. Ich habe immer gedacht, dass die... Ich glaube, in Deutschland denkt man manchmal, dass die deutsch-britische Geschichte auch anders verlaufen wäre, wenn die Schotten mehr zu sagen hätten. Scheint manchmal, dass die Deutschen und die Schotten mehr gemeinsam haben als die Deutschen und die Briten an sich. Damit möchte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken. Gut, zum Beginn eine Frage hier an die Runde auf der Bühne. Nehmen wir mal an, Sie sind ein chinesischer Unterhändler und Sie sehen, dass da dieser Brexit stattfindet. Sie haben Zweifel über Europa, Zweifel über ein paar deutsche Unternehmen. Sie interessieren sich vielleicht dafür, den Hafen von Piräus zu kaufen. Das ist ja eine einfache Sache. Man schnappt sich das von den Griechen. Würden Sie das gleich jetzt auch bei den Briten versuchen und wie? Michael, können wir mit Ihnen beginnen? Also okay, wenn das passieren würde, dann würde ich natürlich versuchen, mich in den britischen Markt reinzukaufen. Man muss ja diversifizieren. Und wenn da Dinge passieren, die ich so nicht möchte, dann ist es immer ganz gut, wenn man schon mal einen Fuß in der Tür hat. Der Nachteil für Europa ist ja, dass der Brexit vielleicht für Großbritannien gut ausgeht. Und wenn ich dann als chinesischer Investor da einen Fuß in der Tür habe, ist das für mich positiv. Aber vielleicht noch was Persönliches. Ich glaube, das werden Sie nicht tun. Vielleicht ist es jetzt auch nur provokativ. Ich glaube, das ist so eine herkulische Aufgabe, sodass einige Politiker einfach eine neue Abstimmung organisieren werden. Vielleicht wird dann auch das Parlament aufgelöst, alle treten zurück, es gibt eine neue Wahl und dann gibt es gleichzeitig eine neue Abstimmung über den Brexit. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, vielleicht besser als eine Kampagne auf der Basis von Lügen zu organisieren.
Und so kann man dann wirklich mal offen diskutieren, auch mit den Schotten offen diskutieren, und man hätte eine zweite Chance. Ich finde, die Briten verdienen eine zweite Chance. Michael, und dann würde man ja annehmen, dass es im Moment eine starke Opposition gibt oder eine Partei, eine Oppositionspartei. Ganz im Ernst, die Labour-Partei spielt doch im Moment nicht die Rolle einer starken Opposition. Moment, das wird jetzt langsam persönlich. Nein, das Parlament kann sich ja nicht selber auflösen. Die Regierung kann das Parlament auflösen. Abgesehen davon, dass wir jetzt die Legislaturperiode auch verändert haben. Und es gibt bestimmte Regelungen für die Auflösung des Parlaments durch eine Vertrauensabstimmung. Natürlich gibt es immer noch diesen Funken einer Möglichkeit, dass der Brexit nicht weitergeht. Aber ich muss sagen, wenn ich chinesischer Investor wäre, würde ich erstmal warten. Denn ich glaube, in 2 Jahren kann ich da billiger was kriegen. Ich möchte das jetzt auch nicht präjudizieren. Ich weiß es ja nicht. In 15 Jahren kommen wir vielleicht zu dem Schluss, dass das vielleicht ein Fehler war. Vielleicht kommen wir auch zu dem Schluss, dass uns das nur genützt hat. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass der Preis für einen Einkauf in Großbritannien in 2-3 Jahren niedriger ist. 20%? Ja, vielleicht sogar noch mehr. Ich kann jetzt nur für mich reden. Ich bin vor 5 Jahren nach Großbritannien gekommen und muss jetzt miterleben, wie mein Einkommen um 25% gefallen ist. Und was Ihnen jeder Ökonom und jeder Wissenschaftler sagen wird, ist, dass die Preise steigen werden mit dem Fall der Währung. Unilever hat letzte Woche angekündigt, dass viele Verbraucherprodukte im Preis steigen werden. Und vielleicht bringt das die Leute zum Nachdenken. Ja, aber das ist doch genau die Botschaft, die wir hören, warum tief drin die Märkte und die Leute eher das Gefühl haben, dass der Brexit ziemlich teuer wird. Wie gesagt, das Pfund ist gefallen, auch mein Einkommen. Auch wenn ich das meiste davon in Großbritannien ausgebe, aber auch der FTSE-Index ist 70% gefallen und nur 30% der Einnahmen darunter kommen aus Großbritannien. Wenn jetzt die Durchschnittspreise um 7% fallen, dann kann man ja nur pessimistisch sein. Wenn man sich chinesische Investitionen allgemein in Europa anschaut in den letzten 10 bis 15 Jahren, dann sieht man doch, dass auch gerade im Vereinigten Königreich schon viel gekauft wurde, im Immobilienbereich, in Deutschland in der Fertigung, in Frankreich im Bereich IT. Die chinesischen Investoren haben meistens einen langfristigen Ansatz und haben eine politische Strategie. Wenn wir uns jetzt die Lage angucken, es gibt eigentlich zu viel politische Unsicherheit, um wirklich eine Vorhersage treffen zu können, aber in 2 Jahren hat man vielleicht eine gewisse Transparenz über den politischen Prozess. Vielleicht sind dann die Immobilienpreise wirklich im Keller. Und dann spielen vielleicht die chinesischen Investoren wirklich eine große Rolle. Wenn es einen Hard Brexit geben wird, gibt es eigentlich keinen Anlass mehr, in die Fertigung zu investieren. Außer vielleicht in Produkte, die sowieso auf den asiatischen Markt gehen, aber nicht für ganz normale Fertigung, die normalerweise den Binnenmarkt bedient. Es wird sehr interessant werden zu sehen, was mit den chinesischen Investoren ist, die schon im Vereinigten Königreich sind und die jetzt sehen, wie ihr Vermögen schwindet und die vielleicht auch Verluste realisieren müssen. Das ist wirklich hart und es wird auch vielleicht von der chinesischen Regierung oder den Vermögensverwaltungsunternehmen abhängen, auch die Staatsanleihen in Großbritannien haben, und zu schauen, wie die darauf reagieren, dass der Pfund fällt. Der Renminbi ist ja nicht Teil dieses Systems, aber es wird interessant sein zu schauen, was passiert denn da mit dem Pfund und was bedeutet das für das Portfolio des chinesischen Investors? Das hängt natürlich jetzt auch davon ab, was das Portfolio des jeweiligen chinesischen Investors ist. Normalerweise geht es den Chinesen ja darum, in Innovation
zu investieren in Technologielösungen, die sie jetzt kaufen können. Großbritannien hat ja ein paar Branchen, wo es viel Hightech gibt, wo auch viel aus den Universitäten kommt. Und da gibt es ein paar Bereiche, wo vielleicht die Preise fallen und wo Übernahmen interessant werden können. Vielleicht sogar noch interessanter, als das in der Vergangenheit für Immobilien, Hotels und so war. Mir scheint, neulich, als ich in London war, ganz abgesehen von der sonstigen wirtschaftlichen Entwicklung, dass das wirklich ein ganz beliebter Platz ist für Chinesen, sich dort umzutun, auch privat. Wir haben da in London auch diese Entwicklung, dass viele Orte in Chelsea inzwischen leer sind, nicht weil alles von Airbnb bevölkert wird, sondern weil da Leute vom Golf oder aus China diese Immobilie besitzen. Michael hat gerade über die Integration des Landes durch gemeinsame Regulierung gesprochen. Ich habe selbst auch lange in Washington gelebt, aber das ist ja auch eher ein etwas vielleicht sogar veralteter Ansatz. Ich würde dem Folgendes entgegensetzen. Das, was in den USA passiert, ist, dass die Unternehmen, statt dass es einen Standard gibt, eigentlich das zurückdrehen und dann wieder zurückgeht zu bundesstaatlicher Regulierung, auch weil Unternehmen den Eindruck haben, dass sie da mehr Lobbyarbeit machen können und mehr Einfluss ausüben können auf eine bundesstaatliche Regierung. Könnte man also auch argumentieren, dass in den USA auch so eine Art Brexit innerhalb der USA stattfindet? Ich glaube, die Frage ist, was ist hier Ursache und was ist Wirkung? Wenn diese Desintegration in den USA stattfindet, muss man sich fragen, ist das, weil die Unternehmen das wollen oder ist es, weil die Regierung in Washington in den letzten Jahren so ineffektiv war? Trotzdem haben wir zum Beispiel eine Umweltgesetzgebung und es gibt auch neue Kommissionen, zum Beispiel zum Thema Sicherheit, zum Thema Verbraucherschutz. Insofern scheint es mir eher, dass der Trend immer noch darin geht, dass man versucht, gemeinsame Regelungen zu haben. Und da bin ich vielleicht etwas optimistischer. Also ich sehe diese Desintegration in den USA nicht. Naja gut, aber jetzt, wenn wir doch nochmal versuchen, die positive Seite zu sehen. Großbritannien sollte sich vielleicht die USA mal anschauen, da man in den USA versucht, das Land zusammenzuhalten. Und das ist ja was Positives. Sie haben die Frage angesprochen, was sind denn die breiteren politischen Auswirkungen des Brexit? Das ist viel wichtiger, als sich nur über die Konsequenzen für die Energiepolitik oder den Klimawandel vorzunehmen oder ähnliche Themen, denn das wirkt sich auf wesentlich mehr Bereiche aus. Und da muss ich doch klar sagen, dass für Deutschland hier um einen Verlust eines politischen Partners in Europa handelt, der doch sehr, sehr schade ist. Denn eine Schlüsselaufgabe Europas besteht ja immer noch darin, wirtschaftlich gesprochen, jedenfalls die europäischen Vereinigten Staaten Europas aufzubauen für den Kapitalmarkt, für das Bankenwesen und so weiter. Die USA haben das ja schon irgendwann zwischen 1890 und 1930 geschafft. Wenn wir uns die Fragmentierung heutzutage in den europäischen Märkten ansehen, in der Telekommunikation, in der Energiewirtschaft, dann wird klar, dass wir es hier noch lange nicht mit einem Binnenmarkt zu tun haben. Und die Briten waren ständig eigentlich dahinterher, dass das passiert, dass hier ein tatsächlicher, einheitlicher Binnenmarkt geschaffen werden würde. Leider also, und unabhängig auch von der Farbe der Regierung, die in Großbritannien am Ruder war, das war immer eine Konstante. Und diese Scheidung, mit der wir es jetzt zu tun haben, führt dazu, dass der Binnenmarkt kleiner werden wird, denn
Immerhin wird eine ganze Anzahl von Menschen daraus austreten. Aber der zweite Punkt ist noch wichtiger, nämlich das politische Argument, diesen Binnenmarkt zu schaffen, ist ebenfalls geschwächt, denn die positiven Auswirkungen werden nicht mehr so groß sein und diejenigen, die glauben, dass das eine gute Idee ist, sind geschwächt und diejenigen, die protektionistisch denken, sind gestärkt. Ich denke also, dass die politische Diskussion nun doch einiges an Hirnschmalz benötigt. Da muss man sich genau überlegen, wie denn die europäischen Staaten mit dem Klimawandel umgehen wollen, wie man mit der digitalen Wirtschaft weiterkommen will und so weiter. Und dass diese Diskussionen wesentlich konstruktiver sein müssen als zuvor. Zur Frage Ressourcennutzung und Klima, da würde ich sagen, dass die Briten auch eigentlich mit gutem Beispiel vorangegangen sind, denn sie haben recht frühzeitig strenge Klimapolitik eingeführt. Die Erneuerbaren, okay, da waren sie ein bisschen langsam, aber in Bezug auf Emissionen zum Beispiel oder Teilnahme an Emissionshandel, da sind die Briten immer vorne weggelaufen. Nun, im Kontext des Brexit muss man sich damit auseinandersetzen, was wir mit dem System weitermachen wollen, wie das angepasst werden kann. Und da gibt es genügend Mitgliedstaaten, deren Track Record nicht so besonders gut ist in Bezug auf den Klimawandel und deren relatives Gewicht wird sich erhöhen. Wir verlieren also einen wirklich wichtigen Partner in der ganzen Diskussion zum Klimawandel, der digitalen Wirtschaft und auch im Außenhandel. Die Briten waren ganz wichtige Partner darin, TTIP hier umzusetzen und die ganzen anderen Handelsinitiativen der EU anzuregen. Und ja, dass sie nun also austreten wollen, das ist schon irgendwo seltsam, gerade jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir eben CETA unter Dach und Fach gebracht haben. Die TTIP-Verhandlungen sind schwieriger geworden. Da verlieren wir unsere britischen Verhandlungspartner, die zwischen den beiden Kontinenten eine Brücke gebaut haben. Michael hat zwei wichtige Punkte angesprochen in Bezug auf Deutschland. Er sagte, Deutschland verliert einen wichtigen Partner. Und er sprach dann verschiedene politische Gebiete, Bereiche an. Ich möchte mich jetzt auf die Marktwirtschaft konzentrieren. Sie haben das ja direkt angesprochen. Und Klaus darf da ja nicht so direkt sprechen, aber würden Sie denn sagen, dass die Deutschen es in sich haben, sich für die Marktwirtschaft einzusetzen, gegen die Koalition aus Herrn Renzi und Herrn Tsipras zum Beispiel? Können die Deutschen das schaffen? Haben wir das in unserer DNA? Oder werden wir ohne die britische Stütze letztendlich dann auch in diesem Meer der Marktwirtschaft verloren gehen? Oh, da will ich jetzt eigentlich gar nicht so gern etwas dazu sagen, aber ich will mal sagen, dass Deutschland einen liberalen Partner gehabt hat in Großbritannien. Die Weltbank schätzt Großbritannien sehr, sehr positiv ein. Insgesamt nur Dänemark, glaube ich, liegt noch besser. Deutschland ist eigentlich nur in der zweiten Liga hier. Deswegen kann sich Deutschland Großbritannien schon als Vorbild nehmen. Die waren sehr dynamisch. Es ist leicht, hier ein Start-up einzurichten. Es ist auch gut, hier Kredite aufnehmen zu können. Also schön wäre es, wenn, naja, die Deutschen sind aber immer noch besser im Fußball. Ja, aber nachdem nun dieser wichtige Partner verloren gegangen ist, dann ist Deutschland doch isoliert. Andere Staaten sind ja hoch reguliert in der EU. Die griechische Wirtschaft zum Beispiel braucht dringend mehr freie Wirtschaft, man braucht Freiheiten, um zu investieren. Das sind Dinge, die die Briten jeden Tag vor dem Frühstück schon abwickeln. Und das kann Deutschland, glaube ich, nicht im Alleingang sicherstellen. Bevor wir zu Allen kommen, der andere Punkt, den Klaus am Schluss noch angesprochen hatte, den fand ich sehr wichtig. Er sagte, wir verlieren Großbritannien auch als Unterhändler. Das möchte ich mal in Frage stellen, und zwar wie folgt. Ist es denn klug, für eine
der größten Weltwirtschaften. Deutschland in diesem Zeitalter, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, und da hat sich Deutschland ja sehr entwickelt, ist es denn klug, dass man sich auf solche Unterhändler weiterhin verlässt, oder sollten wir nicht selbst einmal das Telefon in die Hand nehmen? Das ist also das Umgekehrte des Henry Kissinger-Arguments. Gib mir die Telefonnummer von Europa, ich rufe da jederzeit an. Ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, was Sie gesagt haben, aber ist es nicht eine Stütze, eine Krücke, die wir mal ablegen sollten, denn wir profitieren eigentlich nicht so sehr davon in Deutschland? Ja, könnte man sagen, aber ich glaube, dass Deutschland einfach nicht das Herz hat, die britische Position einzunehmen, die Briten hier zu ersetzen. Also ich glaube einfach nicht daran, dass Deutschland das schafft. Seit Erhard hatten wir eigentlich keine richtigen Unterstützer einer freien Marktwirtschaft gehabt. Die deutsche Wirtschaft freut sich eigentlich, wenn jemand anders diesen Job übernimmt, und das hat Großbritannien sehr erfolgreich getan. Naja, ich wollte ja eigentlich fragen, hat Deutschland eigentlich hier genug Mut? Und Sie haben geantwortet, Deutschland hat vielleicht nicht das Herz. Ich möchte noch mal gerne etwas zur Rolle Großbritanniens in Europa sagen. Wenn es der Fall ist, dass der Brexit auch in Europa zu einer Disintegration führen wird, dann wird das auch in Großbritannien teuer werden. In unserer Referendumkampagne ist das ja leider als etwas Positives gewertet worden. Das Ganze würde dazu führen, dass Europa auseinanderbricht, und einige dachten, dass das gut sei. Das ist ja mit das kurzsichtigste Argument, was man anführen kann. Ich bin mir nicht so sicher, dass die Briten oder dass der Verlust Großbritanniens sehr viel an der Funktionsweise Europas ändern wird. Mein Eindruck als Brite ist, dass wir eigentlich nicht besonders einflussreich gewesen sind, eben weil wir so ein bisschen draußen vor der Tür standen oder auch nicht sehr gut darin gewesen sind, unsere Ansichten, unsere Kultur in die Europäische Union zu tragen. Das ist vielleicht auch Teil für viele Briten dieses ganzen Brexit-Arguments. Okay, die mögen uns nicht besonders in Europa. Okay, dann sollen sie machen, was sie wollen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Ich habe das Ganze immer anders empfunden. Ich fand immer, dass die Europäische Union eigentlich sich sehr positiv bremsend auf Großbritannien ausgewirkt hat. Der Brexit wird nun dazu führen, dass wir uns gut überlegen müssen, was wir als nächstes tun. Und ich mache mir Sorgen, dass die Briten, wenn sie mal draußen sind, keinerlei Restriktionen mehr haben, dass da keinerlei Beschränkungen mehr sind, die uns Einhalt gebieten. Und das ist vielleicht nicht gut für uns. Wir sind ja eine sehr spezielle Form der Demokratie. Es gibt nichts, was das House of Commons an einem nassen Donnerstagnachmittag nicht durchsetzen könnte, wenn es das nicht wollte. Und der Brexit ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Also ich denke, dass es hier auch umgekehrt einen politischen Verlust geben wird. Ja, dem Herrn da hinten, der die Frage gestellt hat, herzlichen Dank. Das hat doch zu einiger Debatte hier geführt. Gibt es vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte. Okay. Ich weiß, dass wir es eigentlich hier mit den ökonomischen Konsequenzen des Brexit zu tun haben. Ich bin selbst Ökonomin, deswegen freue ich mich über dieses Panel. Aber ich möchte eine etwas andere Frage stellen, die mich persönlich betrifft. Es ist ja nicht sehr überraschend angesichts der Missinformationen über die ökonomischen Konsequenzen des Brexit. Also die wirtschaftlichen Berechnungen waren ja alle falsch. Das hat mich nicht besonders überrascht. Aber eine andere Interpretation wäre doch etwas, was man in der Presse häufig liest, dass die
Fremdenfeindlichkeit hier doch eine größere Rolle gespielt hat. Ich sitze nun in Deutschland. Nehmen wir mal an, dass wir es hier mit Fehlinformationen zu den ökonomischen Konsequenzen im Falle eines deutschen Exits aus der EU zu tun hätten. Und nehmen wir mal an, es hätte in Deutschland ein Referendum gegeben oder dass die deutschen Medien hier eine Rolle gespielt hätten in der britischen Kampagne. Glauben Sie, dass wir aufgrund der nicht ökonomischen Motivationen für den Brexit denn ähnliche Ergebnisse gesehen hätten? Und könnte das auch in anderen Ländern ähnliche Ergebnisse haben? Naja, ich war schon überrascht, wie schnell die AfD plötzlich aus dem Nichts auftauchte hier in Deutschland. Ein Kollege von mir hat die Partei mitgegründet als eine antieuropäische Partei, eine Anti-Euro-Partei vielmehr. Das war eine sehr technische Gruppe und das Ganze wurde dann übernommen von Leuten, die sich sehr stark auf andere Themenfelder konzentrierten, nämlich die Fremdenfeindlichkeit. Wir wussten ja alle, dass Pegida da schon erstarkt war, in Dresden und so weiter. Ja, es gibt in allen Ländern diese schwarzen Teil der Seele. Aber ich denke, dass Deutschland doch eine Kultur hat, über diese Dinge offen zu sprechen. Das ist etwas, was uns in den USA derzeit vielleicht fehlt. Man redet aneinander vorbei, aber nicht miteinander. Ich denke, dass Deutschland da doch auch noch sehr geprägt davon ist, was vor 70 Jahren geschehen ist, was glücklicherweise so ist. Man hat das nicht vergessen, man hat das an seine Kinder weitergegeben. Ich bin selbst mit einer Deutschen verheiratet und das ist mir zum Beispiel sehr, sehr klar geworden. Also ich glaube nicht, dass ich die Situation in den USA so ganz negativ sehen würde. So sehr ich Trump hasse, würde ich sagen, dass er doch für 25% der Bevölkerung spricht, die tief unglücklich sind. Das ist gar nicht so anders wie die AfD. Ich möchte doch lieber, dass diese Themen dann auch angesprochen und diskutiert werden. Und das passiert ja genau. Hillary hat schon recht, dass sie sagt, dass das Ganze ziemlich fürchterlich ist, aber wenigstens sprechen wir darüber. Ich weiß natürlich nicht, was danach passiert. Ich glaube nicht, dass Trump an die Regierung kommen wird. Das wird hier in Deutschland auch nicht mit der AfD passieren. Aber wenn wir zum Beispiel in eine ernsthafte Rezession schlittern, dann wird das auch schwieriger werden. Dann werden diese Stimmen lauter werden. Aber wenigstens ist das Ganze draußen in der Öffentlichkeit und naja, Washington muss sich auch Gedanken machen, was sie damit nun anfangen. Die Parteien hier im Zentrum, die denken ebenfalls darüber nach. Ich bin also ganz optimistisch, weil ich denke, wenigstens wird darüber geredet. Die Frage, die Preisfrage ist natürlich, was macht man, um diese Leute dann glücklicher zu machen? Ist doch schön, wenn sich Amerikaner über die Friedfertigkeit der deutschen Bevölkerung und Gesellschaft unterhalten. Alan, ja, ich möchte sagen, dass Referenden doch ein schlechtes Mittel sind, Entscheidungen zu fällen. Ja, in einer Demokratie geht es eigentlich nicht nur um Wahlen. Wahlen sind nur ein kleiner Teil der Demokratie. Der Großteil der Demokratie besteht darin, dass man über Dinge spricht. Nun bin ich kein Experte zum Thema deutsche Verfassung, aber ich habe das Gefühl, dass die Macht wesentlich breiter aufgestellt ist, dass wesentlich mehr Konsultation passiert. Und deswegen glaube ich, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass man über ein einziges kurzsichtiges politisches Thema stolpert und dass man dann als Ergebnis eines Referendums aus der EU austritt. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass das deutsche System so funktioniert. Noch etwas. Seit dem Referendum in Großbritannien habe ich mir selbst gesagt, naja, ein bisschen Unterdrückung schadet vielleicht auch nicht. Was ich damit meine, ist natürlich nicht politische Unterdrückung. Das Ergebnis des Referendums hat ja ganz offensichtlich unangenehme, fremdenfeindliche Haltungen in Europa, in Großbritannien legitimiert. Am 24. Juni war es noch nicht okay, bestimmte Dinge zu sagen und zu denken. Am 25. Juni war es plötzlich okay.
Das ist teilweise auch etwas, was mit Generationen zu tun hat. Die Deutschen sind zum Glück noch nicht so weit hier auf diesem Weg vorangeschritten wie die Briten. Die Briten haben einen gewissen Teil der Selbstkontrolle verloren, würde ich sagen. Jein, würde ich mal sagen. Eine Abstimmung wie diese legitimiert einen bestimmten Verlust der Selbstkontrolle. Das stimmt. In den USA haben wir auch einen Anstieg sexistischer Haltungen gesehen, seit Trump hier am Ruder ist. Das stimmt wohl, dass Individuen bestimmte Haltungen legitimieren. Und ich denke, dass wir das in beiden Ländern beobachten können, nicht nur in Großbritannien.